Moin Leute und herzlich willkommen zu meinem Gamescom Infovideo. Ja, ich habe gar nicht so viel Zeit. Ich bin jetzt eigentlich nur für einen Sprung vor die Kamera gekommen. Ich war jetzt die Woche in Freiburg gewesen mit der bezaubernden Michi-EP im Urlaub. Bin jetzt vor ein paar Stunden nach Hause gekommen nach 8 Stunden Zugfahrt, was man mir, denke ich mal, auch ansehen kann. Ich bin kaputt ohne Ende und keine Lust mehr. Und ich habe auch keine Lust gehabt, jetzt mich hier von meinem Aufbau zu setzen mit Mega Softbox und Audio-Vlog hatte ich auch keine Lust gehabt. Ich mach's halt auf die Schnelle mal hier. Ja, wie gesagt, ich bin eigentlich nur auf dem Sprung kurz hier. Ich bin jetzt heute Abend zu Hause und den Sonntag. Ein paar Sachen packen, Sachen waschen und dann geht's los nach Oberhausen zum Huli-Nerd. Dort werde ich die Woche nächtigen und dann geht's ab Donnerstag zur Gamescom. Ja, ich werde Donnerstag bis Samstag dort sein. Ein offizielles Treffen wie die letzten Jahre mache ich dieses Jahr nicht. Weil ich habe nichts geplant, nichts vorbereitet. Total unvorbereitet auf die Gamescom dieses Jahr. Ich habe auch keine Ahnung, was dort alles gezeigt oder ausgestellt wird. Ich lass mich überraschen, gehe blind auf die Messe und guck mir halt mal so ein paar Sachen an. Ich werde auf jeden Fall zwischen Halle 5 und 6 sehr oft rumgammeln, wo die ganzen anderen Tuber stehen. Und in der Retro-Ecke solltet ihr mich auch oft sehen. Also Treffen wird es offiziell nicht geben. Wenn ihr mich trotzdem irgendwie sehen wollt, weil ihr da seid und ihr Bock drauf habt, behaltet mal meine Facebook-Seite im Auge, die ist unten in der Videobeschreibung. Dort werde ich dann mal posten, wenn ich mich irgendwo mal länger am Aufhalten bin. Zum Beispiel, ich sag mal eine halbe, dreiviertel Stunde irgendwie. Und ich denke mal, das sollte reichen, um von A nach B zu kommen. Ansonsten Halle 5 und 6, da werde ich auch sehr oft sein. Und ich bin auch in Begleitung mit der Michi-LP dort. Die wird... Bah, wie mache ich das denn jetzt? So, genau, die wird nämlich auch ihre Cosplays dort tragen und ich blende mal hier so ein paar Bilder ein. Solltet ihr eine Lightning sehen oder eine Lara Croft, vielleicht bin ich dort in der Nähe. Also ich sollte eigentlich daneben stehen, falls ihr sie sehen solltet. Ihr könnt auch gerne herkommen, mich anquatschen und wir labern halt. Also braucht ihr auch keine Angst haben, ich beiß ja nicht. Ja, wie gesagt, das Einfachste ist eigentlich Facebook im Auge zu behalten. Und falls ihr wirklich nur einen Tag da sein solltet und mich unbedingt sehen wollt, dann könnt ihr mir auch über die Like-Seite, ganz wichtig, eine Nachricht schreiben, weil über die andere Seite sehe ich das halt nicht so gut. Ich hoffe halt, dass das Internet auch mitmacht, dass ich da anständig was posten kann. Die Kamera ist so schwer, ey. Ich muss mir mal unbedingt diese kleine Likerie anschaffen. Ihr kennt die wahrscheinlich, diese Vlog-Cam, aber eigentlich ist sie nicht so nötig für mich. Hammer, ey. Das war eigentlich soweit alles zu dem Treffen. Natürlich werde ich auch für die Leute, die nicht vor Ort sein können oder wollen, ein Video machen. Das Ganze möchte ich so machen wie letztes Jahr, dass ich so kleine Videoschnipsel mache von meinen Erlebnissen, die ich dort habe, dass ich halt hin und wieder die Kamera raushol, wobei hin und wieder ist sehr untertrieben. Weil letztes Jahr hatte ich die doch schon im halben Stundentakt in der Hand, habe eigentlich nur die Hälfte davon fürs Video verwurstet. Aber es hat Spaß gemacht, es war mal eine neue Erfahrung, anstatt dort zu sitzen und irgendwas zu erzählen. Wer es noch nicht gesehen hat, am Ende des Videos als Endcard werde ich nochmal den ersten Teil vom letzten Jahr verlinken. Und damit ihr mal so einen Eindruck bekommt, wie ich das denn dieses Jahr wieder vorhab. Hat mir sehr gut gefallen, hat auch wirklich irgendwie Sinn gemacht. So Hand und Fuß von Anfang bis Ende. Man hat eigentlich meinen ganzen Gamescom-Alltag miterleben dürfen und können. Ja. Das war's jetzt eigentlich von mir. Wenn nicht, ich füge hier am Ende nochmal was ein. Abwarten. Ja, solltet ihr auf der Gamescom sein, ich freue mich, wenn ihr auf mich zukommt und mich anquatscht, denn ihr solltet ja wissen, wie ich aussehe. Wie ihr ausseht, weiß ich halt nicht. Wobei, von manchen weiß ich es von den letzten Jahren, aber ihr könnt gerne auf mich zukommen. Und für die anderen, oder an die anderen, wünsche ich weiterhin viel Spaß und haut rein. Wir sehen uns dann auf der Gamescom.